herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und ich habe heute mal wieder keinen Gast. Kein Wunder, wir spielen ja auch das schlechteste Spiel der Welt. Also, wir müssen nämlich jetzt auch einen Mülleimer durchsuchen. Weil Chef hat gesagt. Tolle Aufgabe. Ja. Wo ist jetzt dieser Mülleimer? Dort. Ah ja, ein weiteres Wimmelbildspiel. Religiöser Gegenstand. Na gut, lila Tickets. Ach Gott, das kann man ja hier wieder super erkennen. Nein, das ist ein rosa Ticket. Visitenkarten. Okay, das war sie. Bordkarte. Das war ein Kassenbon. Auch gut. Gelbe Papierkugel. Ach so, die müssen wir auch sammeln. Das ist alles so verschwommen hier. Das haben die echt nicht so gut gemacht hier. CDs. Kann man ja noch so einigermaßen erkennen. Was ist das? Nix. Zeitung. Alles sehr durcheinander hier. Notizen. Ja, das können alles Notizen sein. Einfach ein großer Haufen Papier. So, Notizen haben wir gefunden. Foto. Ah, hier ist ein Foto. Fahrkarten. Ach, das ist ein rosa Rezept. Verstehe. Verstehe. Lila Ticket. Noch ein lila Ticket. Fahrkarten. Keine Ahnung, wo die Fahrkarten sind. Das sind keine. Religiöser Gegenstand. Ah, hier, ein Rosenkranz. Wer würde einen Rosenkranz in den Müll werfen? Das könnte ein Hinweis sein. Ah ja, das könnte ein Hinweis sein, ja vielleicht. Rosa Rezept. Tja, Bordkarte. Hier vielleicht? Nein, da habe ich schon drauf geklickt. Hier, Fahrkarten. Ach so, eine gelbe Papierkugel. Dann bemühen wir mal die Hilfe. Was ist das? Die Bordkarte, sehr gut. Dann brauchen wir noch zwei gelbe Papierkugeln. Klick mal hier auf alles, was gelb ist. Nein, das ist es auch nicht. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, ja. Rosa Rezept. Und noch zwei gelbe Papierkugeln. Na, das kann ja heiter werden. Ja, tatsächlich. Eine haben wir schon. Und dann fehlt noch eine. Wo soll die sein? Die ist wahrscheinlich irgendwo ganz mysteriös im Müll vergraben und wir sehen sie nicht sofort. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, ja. So. Und? Müssen wir erst auf die Hilfe warten. Das ist gar nicht mal so gut gemacht hier. Ah. Dort. Okay. Haben wir geschafft. Mülleimer ist durchsucht. Hurra. Telefon. Hallo? Mach keine auffälligen Bewegungen und frag nicht, wer dran ist. Wovon reden Sie? Und stell auch keine auffälligen Fragen. Ist es soweit klar? Ja. In der Abtei von St. Antonio ist heute ein schreckliches Verbrechen geschehen. Aber es soll alles vertuscht werden. Woher? Fahr einfach zur Abtei von St. Antonio und stelle fest, ob dort alles in Ordnung ist. Mehr verlange ich nicht. Aber warum sollte ich... Du wirst sehen. Stell keine doofen Fragen, die Bombe in Genf, die Abtei, dein Unfall mit dem Wagen. Es hängt alles zusammen. Ach ja. Fahr zur Abtei und erzähl niemandem, dass wir telefoniert haben. Mhm. Mach dir keine Sorgen. Ich bin auf deiner Seite. Wie soll man jemandem erzählen, dass man mit ihm telefoniert hat, wenn man gar nicht weiß, wer da ist? Also. Bevor ich zu dieser Abtei fahre, werde ich mich aber erstmal ein wenig ausrüsten. Was brauchen wir denn?
Also nochmal ins Büro. Und was brauchen die? Ich habe ein Beweisstück eingesammelt. Ich sollte das auf der Pinnwand vermerken. Ah ja, die Pinnwand ist wo? Hier? Ja. Dort. Ah ja. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay, wir brauchen Handschellen. Und dann brauchen wir eine Pistole. Und dann brauchen wir einen Fingerabdruckpinsel. Wie finde ich den denn? Keine Ahnung. Eine Lupe brauchen wir auch. Die liegt hier. Und Pinsel, wo bist du? Bist du hier? Ja. Auf zur Abtei. Hurra! Wahrscheinlich fahren wir da mit dem Auto hin. Dort. Wohin fahren wir? Ah. Wir müssen der Abtei einen Besuch abstatten. Der Abtei? Wieso das denn? Tja. Tut mir leid, aber das kann ich dir im Moment nicht erzählen. Hey, wir sind jetzt Partner. Keine Geheimnisse, okay? Ja, der stalkt uns eh schon, also will der keine Geheimnisse. Na gut. Ein seltsamer Anrufer hat mir von einem schrecklichen Verbrechen erzählt. Wirklich? Gut, dass du mich einweist. Lass uns gleich dort vorbeischauen. Gut. Auf zur Abtei. Oh, ein neues Gesicht. Ich bin Gregorius, der Abt dieser kleinen, friedvollen Abtei. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Erzählen Sie mir ein wenig über die Abtei, Gregorius. Haben Sie noch nie von unseren hauseigenen Weingummis gehört? Unsere jungen Novizen lernen dafür die Herstellung von Gelatine. Wollen Sie welche probieren? Och, später vielleicht. Man soll keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Ich würde mich gern mal etwas umsehen. Nun, das ist nicht gerade der Platz, um sich einfach so umzusehen. Unsere Novizen bedürfen der Ruhe und des Friedens. Verstehe. Lassen Sie mich rein, ich muss Ermittlungen anstellen. Oh, ich halte Sie natürlich nicht auf. Natürlich. Kommen Sie nur herein. Können Sie mich etwas herumführen? Aber natürlich. Sie können alle Zimmer besichtigen, bis auf die Bibliothek. Was ist mit der? Nun ja, jemand muss sie letzte Nacht verschlossen haben und der Schlüssel fehlt. Ich werde mich etwas umsehen. Vielleicht finde ich den Schlüssel ja. Ich werde nach funkelnden Gegenständen Ausschau halten. Ah ja, funkelnde Gegenstände. Okay, hier blitzt es. Und hier blitzt es. Und dort. Und dort. Und dort. Wie oft? 10 Mal noch. 3, 4, 5, 6, 7. Nein, doch. Noch 3 Stück. Wo sind sie? Da. Und hier nicht, nein. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier? Auch nicht. Dort. Noch 2. Nee, noch einer. Ha, dann benutzen wir die Hilfe. Okay. Das hätte ich so. Da war kein Schlüssel zu finden. Allerdings sieht eines der Blumenbeete ziemlich zertrampelt aus. Sie haben recht. Und was schlagen Sie nun vor? Wir nehmen uns Gartenwerkzeug und sehen uns dann das Beet mal genauer an. Okay. Alles Mögliche an Werkzeug, das wir finden können, das nehmen wir einfach mit. Das hier. Und das hier. Eine Heckenschere. Ein Besen. Oder nee, eine Schaufel. Oder was auch immer das war. Ja. Hier ist noch eine Schaufel und eine Schere und eine Säge. Wo finde ich jetzt die Säge? Säge? Ja, zum Umgraben eines Beetes braucht man unbedingt eine Säge. Aha, wir bemühen mal wieder die Hilfe. Ach, hier hinten irgendwo. Okay. Das ist eine Kettensäge auch noch.
Na gut. Okay. Und dann benutzen wir das hier. Nein. Das hier. Für den Brunnen. Nein. Das hier für das Beet. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Nein. Echt nicht? Ah, doch. Da ist ja der Schlüssel. 5000 Mark. Großartig. Damit können Sie nun die Tür zur Bibliothek aufschließen. Super. Alles klar. Und wo ist jetzt die Bibliothek? Hier oben? Nein, hier unten? Ja. Ah, super. Nanu, das sieht hier aber etwas anders aus als auf dem Zeitungsfoto von letzter Woche. Zeitungsfoto? Was denn für ein Zeitungsfoto? Ihre Bibliothek war in der lokalen Tageszeitung. Das sollten Sie eigentlich wissen. Und dem Foto nach haben sich hier ein paar Dinge verändert. Ja, okay. Ach Gott, jetzt muss man die vergleichen. Oh. Okay, der Mülleimer war... Ach so, auf dem Bild. Okay, Mülleimer. Dann hier eine Notiz. Was haben diese Zahlen bloß zu bedeuten? Tja. Dieser Stuhl sieht ganz anders aus als die anderen am Tisch. Wurde er vielleicht ausgetauscht? Tja, das kann man nur vermuten. Hier fehlt ein Buch. Eigentlich kann man hier wild durchklicken. Hier oben ist noch irgendwas anders. Bild. Gott, wie viele müssen das denn sein? Das ist ja furchtbar, da ist man ja ewig dran. Okay, das war jetzt geraten. Feuerlöscher. Hier vielleicht? Nein, doch. Tatsächlich. Die Tasse? Nein. Vielleicht. Oh Gott, das dauert ja ewig. Hier oben? Nein. Ich bemühe nochmal die Hilfe. Was ist da anders? Ach, keine Ahnung. Hier das Bild. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ja, ja. Zu wildes Klicken mag sie wohl nicht. Das scheint in Ordnung zu sein. Hier vielleicht irgendwo. Nein, dort. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. So, hier soll irgendwo was sein. Das ist ein Stuhlbein. Also ist einer der Stühle zerbrochen. Und das Bein ist hier drunter gerutscht. Ach, das war's noch nicht? Ach, wie schade. Hier kann man echt super viel erkennen. Das ist ja richtig langweilig. Was mit der Leiter? Nee, die stand genauso. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Furchtbar. Der Tacker ist ja immer noch an der... der Locher ist immer noch an derselben Stelle, ja. Seit einer Woche. Nee, ist klar. Ah, hier oben. Nein? Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Nein. Doch nicht.
dachte, die Leiter wäre verrutscht, aber nein, ist sie nicht. Wie lange noch? Hier? Nein. Hier? Nein. Noch eine Hilfe, bitte. Ach, Gott sei Dank. Jemand hat einen der Stühle ausgetauscht. Aber er hat das Stuhlbein nicht gesehen, das da drüben liegt. Also hat hier anscheinend ein Kampf stattgefunden. Das hier ist ein Tatort. Ein Tatort? Grundgütiger. Einer meiner Novizen, Simone, ist seit gestern verschwunden. Ich werde nach Fingerabdrücken suchen. Und Sie sollten mal mit Ihren Novizen sprechen. Ha. Gut, oh nein. Also eine Tasse. Nein, das ist keine Tasse. Das ist ein Teleskop. Nein, das ist kein Teleskop. Och, Leute. Wieso kann ich denn jetzt hier nichts? Das ist doch eine Tasse. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Das ist ja komisch hier. Ich kann das nicht anklicken, warum nicht? Das sind doch Tassen. Oder muss ich irgendwas anderes machen? Nein, scheinbar nicht. Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Also wisst ihr, dieses Spiel hat echt diverse Fehler. Telefonhörer. Das ist doch ein Telefonhörer. Was soll das jetzt? Ich sollte mich wirklich besser konzentrieren. Vielleicht muss ich erstmal die Hilfe anklicken. Vielleicht gibt das den Startschuss. Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall nichts anklicken, was hier auf dieser Liste ist. Ach so! Ah, ich habe eine Idee. Ich muss den Pinsel benutzen. Ach, wie dämlich. Ich muss mit dem Pinsel die Fingerabdrücke... Okay, verstehe. Jetzt funktioniert's. Wo ist denn hier ein Globus? Ich benutze jetzt die Hilfe. So. Dort. Ah. Wir werden diese Fingerabdrücke auf dem Revier untersuchen. Ich bitte Sie, sensibel vorzugehen. Diese Abtei ist ein heiliger Ort. Ein Ort des Glaubens. Unsere Novizen sind hergekommen, um ihren inneren Frieden zu finden. Was sollen sie jetzt bloß denken? Gott. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, was hier vor sich geht. Ich hoffe wirklich, dass nicht irgendein Novize etwas sehr Dummes angestellt hat. Ja. Sehen Sie mal den Zettel hier mit diesen Zahlen. Haben Sie eine Ahnung, was die bedeuten könnten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich werde mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich was, womit die Zahlen zusammenhängen könnten. Ja. Dann sieh dich mal um. Vielleicht mit dem Computer? Nein, vielleicht mit dem Teleskop? Nein. Doch, Teleskop. Okay, Minispiel. Benutze das Teleskop und finde den nächsten Hinweis. Ah, ja. Okay, wenn der Balken voll ist, kann man das Spiel überspringen. Ja, das ist auch gut zu wissen. Okay. Ich guck mal, wie das hier hat. Mal hier oben die 27 und hier unten die 32. Und dann gucken wir mal da durch. Nein, das war's nicht. Dann war es vielleicht genau andersrum. 32 hier oben und 27 hier unten. Gucken wir mal durch. Das ist die Polizeistation im Dorf. Polizeipräsidium. Na sowas. Ich sollte den Computer untersuchen. Vielleicht liefert uns das die Lösung. Vielleicht. Guck mal rein. Okay. Bitte Passwort eingeben. Dann schauen wir doch mal. Nehmen wir mal hier die Anfangsbuchstaben. Das bedeutet Requiem. Na, das ist doch mal ein Wort. Requiem. Enter. Die geheimen Evangelien. Seltsam, was soll das denn sein? Och, mich interessiert der Küchenplan und der Gemeindebrief doch viel mehr. Naja, gut. Ja.
geheime Evangelien. Ach so, ich muss auf das Häkchen klicken. Das gucken wir uns gar nicht genauer an. Oh, Polizei. Sie wollten mich sprechen? Ganz richtig. Hast du dich kürzlich in der Bibliothek aufgehalten? Nur selten. Mein Freund Simone ist häufiger hier. Aber Simone ist seit gestern verschwunden. Ui. Weißt du etwas über die geheimen Evangelien? Nie gehört. Vielleicht sollten Sie lieber Simone fragen. Ist das hier vielleicht dein Rosenkranz? Ja. Nein. Wo haben Sie den denn her? Wir haben ihn im Zusammenhang mit einem Einbruch gefunden. Somit bist du ein Tatverdächtiger. Oha. Wir nehmen dich mit auf die Wache. Hat er sich verplappert. Das ist noch nicht alles. Ich denke, dass dein Freund Simone ermordet wurde. Was? Woher kommt sie denn... Wie kommt sie denn jetzt darauf? Was? Ach so, wir gehen einfach durch die Tür. Und dann zum Auto. Wo soll's hingehen? Zur Polizeistation. Na dann, los geht's. Los geht's. So, jetzt sind wir wieder dort. Ich habe ein Beweisstück eingesammelt. Ich sollte das auf der Pinnwand vermerken. Ja, aber bevor wir das machen, speichern wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge.